Ein bisschen gejammt und ich denke mal, sie ergänzen uns voll gut. Was denkt ihr? Ich glaube, das ist ganz cool. Beim letzten Bandwettbewerb, die fanden uns echt klasse. Naja, die wollen halt ein Album haben. Aber das muss dann super professionell sein. Ja, klar professionell. Ich habe mich da auch schon ein bisschen erkundigt. Wir könnten in 2 Monaten ins Studio. Für 3 Tage kostet allerdings 1000 Euro. 1000 Euro? Wie viel haben wir auf dem Konto? Ja, ich schätze 550, 600 Euro so. Ja, wir müssen den 1000 aber echt zusammenkriegen. Ja, Mann. Also wenn es sein muss, kann ich irgendwie mein Fahrrad verkaufen oder ich stelle was bei eBay rein, das geht auch ganz schnell. Aber mir ist echt nicht zu holen. Wenn meine Eltern wissen, was ich hier mache, die würden mir echt den Hals umdrehen. Aber das ist unsere erste eigene Platte. Wir müssen jetzt alles dafür geben, dass das klappt. Ja. Hey, naja, ihr kennt doch meinen Bruder, oder? Der baut zu Hause Gras an und der schuldet mir eh noch was, wenn wir einfach Gras von ihm kaufen und das dann wieder verkaufen. Ich meine, da kommt echt eine Menge Kohle bei rum. Ey, sorry, aber auf Drogen und so einen Scheiß habe ich echt keinen Bock. Das finde ich echt uncool. Aber es ist auch nur Gras. Genau, hab nicht so einen Schiss, hier kifft jeder. Okay, aber lass da mal einmal irgendwie was passieren. Mit Vorstrafen zum Beispiel können wir das Album voll in die Tonne treten. Was sagst du dazu, Julia? Ich bin dabei. Wenn wir unsere erste eigene Platte haben, dann starten wir richtig durch. Sorry, aber ich finde das super verantwortungslos, das Zeug weiter zu verkaufen. Aber hör auf. Halt dich raus. Halt dich einfach raus. Weißt du, wir machen das zu dritt allein. Scheiße, soll ich da jetzt wirklich mitmachen? Wenn ich jetzt kneife und die haben dann Erfolg mit dem Album, dann lasse ich mir eine riesen Chance entgehen. Nee, das reicht nicht. Verdammt. Hey, Christoph ist raus, der Schiss. Lass uns das alleine durchziehen. Ja, definitiv. Christoph, schuld ist Mann, was wir bisher gemacht haben. Hey, zeig mal. Willst du nicht doch dabei sein? Boah, so viel, wie habt ihr jetzt so schnell so viel Geld zusammenbekommen? Das ist alles ganz easy. Das Gras von seinem Bruder ist so gut. Das spricht sich langsam im Bekanntenkreis rum. Und habt ihr mal irgendwie Stress gehabt? Irgendwie Polizei oder so? Nee, überhaupt gar nicht. Nein. Die Bullen haben Besseres zu tun, als irgendwelche Kiffer aufs Revier zu schleppen. Noch 2-3 Tage und wir haben das Geld locker zusammen, ne? Und wenn du Bock hast, kannst du ja noch mitmachen. Richtig gut bis jetzt, oder? Ziemlich gut, ja. Wie viel haben wir schon? 90? 100? Drei ungefähr. Wann kommt sie? Musst du gleich hier sein. Ach, schau mal, da kommt sie schon. Hi. Hey. Hast du das Geld mit? Für 30, ja? Mhm, okay. Ist das Zeug? Sollte reichen, oder? Ja, sieht gut aus. Gut. Seid ihr am Samstag auch noch da? Sicherlich, ja. Ja? Brauchst du noch mehr? Bestimmt. Brauchst du einfach an und dann. Scheiße, die Bullen! Weg! Polizei! Ach du Scheiße! Endstation, Freundchen! Ja, ist ja gut. Nimm mal deine Taschen, hopp! Nein, hier. Okay, das reicht. Wir sind vorläufig festgenommen, aber auch zu dir. Kopf runter! Wir fahren aufs Revier zum Verhör.
Und jetzt will ich alles hören. Du machst das ja nicht zum ersten Mal, oder? Doch, eigentlich schon. Es war nur so eine spontane Idee. Ich besorge mir das Zeug und mir ein bisschen Geld dran. Und das war der Plan. Jetzt nimmst du erstmal die Mütze ab, bitte. Wann hast du dir das Zeug besorgt? Heute Nachmittag erst. Heute Nachmittag, sagst du, ja? Mhm. Wo ist das Zeug genau her? Oh shit, ey, was machen wir denn jetzt so? Müssen wir Ben irgendwie helfen? Keine Ahnung. Ich könnte wetten, das war Maries Mutter, die Ben verpfiffen hat. Marie meinte irgendwie, dass sie irgendwie was mitbekommen hat und keine Ahnung. Verdammt, ey. Shit. Warte mal. Na verdammt, mein Bruder. Ja? Wie lange machen wir das jetzt hier? Bis du endlich rauspasst. Verrat uns einfach von dem Wildschau was. Was soll ich da dann genau tun? Naja, du erzählst uns, von wem du die Drohung hast und wenn die ja noch ausgeheckt hat, komplett mit Namen und Anschrift. Nein. Nein, mein Gott, nein, beruhige dich. Ben ist mein... Nein, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der wird uns nicht verpfeifen. Nein. Nein, nein, kein... Das sieht nicht gut für dich aus, Junge. Es war Gefahrenverzug und wir haben mit einem richterlichen Beschluss deine Wohnung besuchen lassen. Ben, du schadest dir damit nur selbst. Ich frag dich nochmal, wo hast du das Zeug her? Du kannst deinen Kopf aus der Schlinge ziehen, Ben. Gemäß § 31 des Betäubungsmittelgesetzes kannst du eine Strafmilderung bekommen. Oder sogar straffrei ausgehen, wenn du uns nur mit Informationen rund um den Tatvorgang hilfst. Ben, du hast jetzt nochmal 10 Minuten Zeit. Ich werde nochmal rausgehen, mit meinen Kollegen über alles reden und dann komme ich wieder. Keiner hat nur gern mit der Polizei zu tun, ja. Und wenn es um Haft geht, da entstehen natürlich Ängste. Ja. Man ist isoliert aus seinem sozialen Bezug, Haftzelle und ähnliches und steht unter Druck. Das nennt man also Gefangenendilemma. Und die Aussagebereitschaft, jetzt mal auszupacken, ist naturgemäß dann größer, als wenn man sich die Sache überlegt hat und ausgeschlafen ist. Das muss man mit seiner eigenen Moral abmachen. Wenn diese Entscheidung steht, die Freunde zu verraten, ja, in der Verhandlung die Kronzeugenregelung anzunehmen, dann ist das für einen Jugendlichen sehr schwer und sollte also erstmal ohne Anwalt überhaupt nicht gemacht werden. Der sollte sich unbedingt immer einen Anwalt nehmen. Ben sollte dieses vermeintlich freundliche Vernehmungsangebot des Polizeibeamten ausschlagen und sollte halt sagen, er möchte zunächst mit einem Anwalt sprechen, der ihn dann letztlich auch darüber aufklären kann, erstens, wie der Ermittlungsstand ist, welche konkreten Beweismittel gegen Ben eben tatsächlich vorliegen, der ihn dann aber auch über seine weiteren Rechte, die er hat, aufklären kann und letztlich aber auch über die Vor- und Nachteile der Kronzeugenregelung aufklären kann. Change. I try to be who you want me to be, and I try the best I can, but I'm only a simple man. You got a notion, you always run.